Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Montagabend. Das Event geht in einer halben Stunde zu Ende. Es gab am Samstag ein paar Login-Probleme, ein paar Server-Probleme. Deswegen hatten ein paar Leute eigentlich vermutet, dass das Event um einen Tag verlängert wird. Bisher kein Wort von Niantic, also ich glaube nicht, dass es noch verlängert wird. Andere Leute haben die Vermutung, dass es nicht verlängert wird, obwohl es halt diese Störung gab. Weil bisher in der Vergangenheit, jedes Mal, wenn es irgendeine kleine Störung gab, direkt einen Tag verlängert. Aber diesmal glauben ein paar Leute, dass nicht verlängert wird, trotz der Störung, weil das nächste Event vor der Tür steht. Es läuft ja momentan das Kampf-Event, noch eine halbe Stunde. Das letzte Event ging auch am Montag zu Ende. Und dann, Dienstagabend, wurde bereits das Kampf-Event angekündigt. Deswegen glauben manche Leute, heute geht zu Ende das Kampf-Event und morgen Abend wird dann das Gesteins-Event angekündigt. Das wurde ja gemunkelt, dass als nächstes das Gesteins-Event kommt, auch bekannt als Lavita-Event. Wir werden es sehen, aber jetzt erstmal das Kampf-Event. Kleines Fazit dazu, wir gehen alle Punkte nochmal durch, wie wir das fanden und so. Davor eine kleine Randnotiz, und zwar hier bei News. Das Moveset, die Attacke für den C-Day, für Glugak wurde bekannt gegeben. Es ist diese Kanonade da, oder wie auch immer das heißt. Lohe-Kanonade, so heißt es glaube ich. Und die soll ziemlich mächtig sein. Und damit soll Glurak eines der Top-Feuer-Pokémon werden, wenn nicht sogar das Beste. Das werden wir uns noch genauer anschauen dann am C-Day, wie gut die wird. Auf jeden Fall, ich freue mich auf C-Day. Dreifach Staub mit Sternstück 4,5. Cooles Shiny-Pokémon, das auch noch stark sein soll. Was will man mehr? Schreibt dann in die Kommentare, ob ihr euch auf C-Day freut. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir uns erstmal das Event an. Also, es gab zwei Shinies, Shiny Makuhita und Shiny Mediti. Habe ich beide zum Glück bekommen. Auch da, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr die beiden bekommen habt. Wenn ja, wie viele. Oder, ob ihr keinen bekommen habt. Ich habe zum Glück von beiden jeweils eins. Und werde ich auch direkt entwickeln. Wieso nicht? Übrigens, Shinies kann man immer noch fangen, auch wenn das Event zu Ende ist. Also, ihr könnt immer noch Shiny Pikachu, Dratini und so fangen. Nur die Chance ist halt bei weitem geringer. So. Mann, sieht der so aus. Obwohl, ja, hat schon ein bisschen Style. Bam. Okay, richtig schlechtes Moveset, aber den werde ich jetzt auch nicht zum Kämpfen verwenden. Und Mediti. Los geht's. 111 hatte der. Ich habe ein Meditales gemaxt. 100% oder 40. Richtig schwach. Also nach der Entwicklung sollte er nicht viel stärker sein. Blau, okay, sieht auch komisch aus. 269. Alles klar. Auch richtig schlechtes Muster. Aber egal. So. Shinies, check. Nächster Punkt. Neue Raids. Koppo, also der war nicht neu, den gab es ja früher schon. Hat glaube ich nicht so viele interessiert. Hatte ein paar Kollegen, die haben versucht Koppo Duo Raid zu machen. Also ich persönlich hatte jetzt nicht so den Anreiz dafür. Aber vielleicht mal in der Zukunft, falls er wiederkommt. Dreier. Vierer gab es sonst, glaube ich, keinen. Dreier. Kapilz. Recht easy. Recht uninteressant eigentlich. Kikli und Nocturne waren echt überraschend schwer. Ich mag's. Also die Stufe ist echt perfekt. Nicht zu schwer. Also gerade noch machbar, aber auch nicht zu leicht. Das ist echt ziemlich gut. Kikli habe ich schon 100er. Nocturne habe ich versucht, so viele zu machen wie möglich. Am Ende habe ich, keine Ahnung, 4, 5, 6 ungefähr gemacht. Natürlich kein 100er dabei, bei so einer geringen Quote. Ich hätte echt gerne mehr gemacht, aber Nocturne Raids waren so selten. Erstens waren über Latios. Zweitens, aus den Dreiern, wenn welche kamen, dann kam echt immer nur Kapilz oder Kikli. Also Nocturne, meiner Meinung nach, der seltenste gewesen. Schreibt unten rein in die Kommentare, erstens, wie ihr die Raids fandet, die neuen Raid-Bosse. Und zweitens, ob Nocturne bei euch auch so selten war. Also bei mir ist er auf jeden Fall am wenigsten, am seltensten geschlüpft. Was halt echt traurig war, weil den wollte ich unbedingt. Dann, nächster Punkt. Sonderbonbons. Also gehen wir erstmal über die Items. Mehr Items, doppelt Items, um genauer zu sein. Austin Arena, fand ich gut. Ich hatte so viele Tränke und Beleber, ich habe die wieder weggeschmissen, aber das war echt randvoll. Pokebälle auch, also das ist echt eine coole Aktion. Vor allem für Leute in Dörfern und so. Ländliche Gebiete, die nicht so viele Stops haben, finde ich das eine gute Aktion gewesen. Können die eigentlich dauerhaft lassen.
Auch da eure Meinung, wie ihr das mit den Doppel-Items aus den Arenen fandet. Nächster Punkt dann, die Sonderbonbons. Also ich hatte ziemlich Pech. Bei den meisten Raids habe ich eigentlich einfach nur das eine extra Sonderbonbon, der aus Mitleid. Aber, Moment, ich konnte genug Bonbons sammeln, endlich. Für mein zweites Kyogre, also, warte, das Kyogre. Mein zweites Kyogre kann ich jetzt auf Max pushen, endlich. Und meinen zweiten Glodon. Dafür habe ich genug Bonbons jetzt gesammelt. Ich habe natürlich immer noch nicht genug Bonbons, ich brauche immer mehr Bonbons. Ich brauche noch Bonbons für Latias. Wobei das nicht unbedingt mit Bonbons geregelt werden wird, glaube ich. Weil ich glaube, der kommt nochmal wieder. Und dann werde ich genug fangen, um dann den auf Max pushen zu können, ohne Sonderbonbons zu investieren. Vor allem, weil ich da eh noch mit besserer IV brauche. Dann habe ich einen 100er und 98er Latios. Check das Video von gestern ab. Und 200er auf Max zu pushen, benötigt 496 Bonbons, also 500 fast. Und ich werde wahrscheinlich nicht genug Latios-Rates an sich machen, dass ich einfach so 500 Latios-Bonbons habe. Deswegen wird da auf jeden Fall auch ein paar Sonderbonbons investiert. Wenn nicht sogar mehrere 100. Und dann wollte ich eigentlich noch ein drittes Mewtwo auf Max pushen. Übrigens, heute, wenn ihr das Video seht, der Dienstag, Mewtwo-Rate, also Glückwunsch an alle, die ihn gefangen haben. Aber erstmal viel Glück an alle, dass ihr einen guten bekommt. Ich werde wahrscheinlich auch am Start sein, wenn nichts dazwischen kommt. Gehe ich schnell in der Mittagspause hin. Und dann, nächster Punkt. Arenen. Ich mache nochmal ein spezielles Video, wo ich alle meine Gold-Arenen zeige, aber durch das Event habe ich auf jeden Fall ein paar neue Gold-Arenen bekommen. Was jetzt nicht so krass war, weil die bei der Arbeit, die neuen Arenen jetzt, die hatte ich eh fast alle auf Gold. Hat nicht mehr viel gefehlt und jetzt durch das Event ging es halt einen Tick schneller. Es gibt zwei Arenen, die haben sehr stark profitiert vom Event. Und zwar ist das erstmal die Arena. Ich habe mich hier, ihr könnt sehen, ich habe 3 Kämpfe nur. Ich habe noch nie dort geradet und die ist auf Gold, okay? Ich habe mich zweimal reingesetzt während des Events. Einmal und das war beinahe bei der Hälfte und dann nochmal und dann ist es auf Gold gekommen. Also das war nicht schlecht. Ich hätte gern mehr Arenen auf Gold gemacht durch das Event. Aber dadurch, dass es halt auch noch Doppel-EP gab, dazu kommen wir gleich noch, war halt Raiden viel interessanter, auch die Sonderbonbons, als jetzt irgendwie Arena-Touren zu machen, nur um irgendwelche Arenen auf Gold zu machen. Aber das wäre eigentlich auch eine coole Aktion gewesen, hätte ich auch echt gerne gemacht, aber die anderen Sachen waren halt viel interessanter, leider profitabler. Und die zweite Arena, also die habe ich auf Gold jetzt bekommen durch das Event, aber wie gesagt, das ist eine Arbeitsarena, die hätte ich auch so auf Gold bekommen. Dasselbe gilt für die. Hat es halt echt nur ein paar Tage beschleunigt, aber die hier, die habe ich auch fast auf Gold jetzt. 3/4. Einen Kampf habe ich gemacht. Also echt nur durch das Event, nur durch Reinsetzen und dann halt füttern, was halt ging. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr durch das Event neue Goldarenen habt. Und wenn ja, natürlich dann wie viele. Dann der letzte Punkt, EP. 40.000 mit Glücksei pro Raid. Ah, es gibt noch einen kleinen Punkt, noch einen extra Punkt. Und zwar, es gab 3.000 Sternstaub pro Raid mit Sternstück 4.500. Was halt echt schon reinhaut. Aber EP habe ich jetzt 86,4 Millionen. Ich habe 1-2 Millionen gemacht. Ich glaube so 2 Millionen durch Raiden, aber habe jetzt nicht allzu hart gezockt. Hätte, wenn man echt hardcore durchzockt, weil 40.000 pro Raid ist halt schon echt richtig heftig. Also die 90 hätte ich auf jeden Fall geknackt. In alten, krassen, kranken Zeiten, Arbeitslosenzeiten, Studentenzeiten, hätte ich auf jeden Fall die 100 Mille geknackt, aber die Zeiten sind vorbei. Ihr wisst, EP, ich mache da ein bisschen langsam, richtig gechillt auf die 100 gehe ich dazu. Muss ich mich jetzt nicht hetzen oder so. Aber schreibt unten in die Kommentare, ob ihr das Event genutzt habt, um ein bisschen EP zu machen. Oder war euch EP jetzt auch nicht so wichtig und ihr habt euch eher auf andere Sachen konzentriert. Alles unten in die Kommentare und allgemein eure Meinung zum Event. Wie fandet ihr das? Ich fand es ziemlich gut. Das war echt jetzt mal ein neues Event, weil die anderen Sachen, Doppel-EP, Doppelstaub, sogar Dreifachstaub, Doppelbombung, das gab es halt alles schon. Aber jetzt zum ersten Mal was für Arenen. Ein Arena-Event. Ich fand es ziemlich cool. Wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare.
Aber das war's von mir. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.